Ja, sehr gegrüßt zurück zu Last Day on Earth und ja, heute geht's um den Bunker, wie ich halt schon in der letzten Folge, Ende der letzten Folge angekündigt habe. Wir haben uns natürlich auch vorbereitet, also so wie wir halt jetzt hier reinrennen, so haben wir uns halt vorbereitet. Ich hoffe, das geht klar und wir machen halt nicht so viel, kann da rinnen, der brauchte 25, ne, also da müsste ich halt ein bisschen mehr sammeln. Naja, gut. Nehmen wir schon alles mit hier oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, das Essen lasse ich einfach mal hier. Warum nicht eigentlich den ersten hier vorne? Ich kann eigentlich, wenn ich jetzt hier reingehe, dann kann ich doch direkt den hier nehmen. Da komme ich doch viel besser ran, oder nicht? Komm, wird umgelagert. Da diskutiere ich mit niemandem. Einfach hier rein. Grün, gelb, rot. Ja, die kann eigentlich bleiben, wo der... Okay, Essen rein, Trinken rein. Das, na gut, ist noch vom letzten Mal hier drin. Hatte ich irgendwo noch was drin? Nee, ne? Oh, den Rest nehme ich einfach mit. Wir werden sehen. Wartet. Oh, ich bin so gespannt. Was wird jetzt? Ich hoffe, 11 reichen aus. Aber 100 pro nicht. Hatten wir hier noch was drin? Nee. In den zweiten war... Oh, hier war auch noch was drin. Aber vorhin so viel. Warum habe ich das nie mitgenommen? Obwohl, darauf kann ich verzichten. Hier habe ich auch so viele von. Damit kann ich wahrscheinlich noch nichts anfangen. Erstmal. Okay, ich verstehe. Wir haben also noch jede Menge hier. Ah, wie war denn jetzt der Code? Das habe ich voll vergessen. Ja, so viel zum Thema vorbereitet wieder, ja? Na super. Wo soll ich jetzt den Code herkriegen? Ich kann nicht einfach irgendwas eingeben. So viel zum Thema vorbereitet. Den haben wir im Laufe der letzten Folgen mal gesehen. Ich kann ja mal... Nee, dafür renne ich nicht nochmal zurück. Ich gucke mir nochmal ein altes Video an. Habe ich ja alle hier noch. Gut. War das in der letzten Folge? Haben wir da irgendwo ihn gesehen? Ich muss mal gucken. Wir sehen uns gleich wieder. Und ich organisiere mal den Code, den ich da brauche. So, da habe ich ihn jetzt. Dann kann ich jetzt mal weitermachen. Also, wer aufgepasst hat, weiß natürlich auch, welchen Code wir brauchen. Das ist nämlich 04. Das ist tatsächlich aus der letzten Folge noch gewesen. Ich habe nämlich gerade nochmal durchgeguckt, alles. Da bin ich rein in dem, was war, war das im Wald? Ich glaube ja, wir waren Holzhacken bloß, ne? 04396. Genau, wir waren halt nur Holzhacken und dann lag der da halt rum, die Leiche mit seinem Code. Und dann habe ich am Anfang gesagt, das ist bloß der Typ mit seinem Code und ja, dann bin ich halt ja, weiter und habe da nicht mal reingeguckt. Aber ganz zum Schluss bin ich da halt nochmal rein und also habe ich den nochmal durchsucht nach Sachen, die er bei hat. Er hatte leider nur einen Code bei, aber zum Glück hat er noch einen Code bei gehabt. So musste ich jetzt hier nicht noch irgendwo hin und meine Energie verbrauchen, die ich halt hier habe. So, bestätigen wir die ganze Sache. Es ist, zum Glück ist es immer noch derselbe Tag, ne? Wie ich halt aufnehme. Und ja. Gut, und zum Glück konnten wir jetzt nochmal den, konnte ich mir den Code nochmal... raussuchen. Gut, alles klar, aber wir spielen jetzt ja ganz normal weiter. Looten wieder alles leer, was wir hier halt finden. Hier kann ich, glaube ich, noch normal laufen, ne? Alles, was jetzt hinter der Tür ist, dürfte mich noch gar nicht hören. Will ich eigentlich nicht mitnehmen. Was soll denn das immer? Komm, ich pack das mal alles hier oben voll. So, 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 gut. Ducken. Obwohl, beim Ducken... Oh, nein! Sonntag, 1. Mai. So, an den kann man sich reinschleichen, glaube ich. Oder einen ganz großen Bogen von der anderen Seite machen. Müsste eigentlich auch gehen, ne? Probier ich mal aus. Müsste eigentlich auch gehen. Weil beim letzten Mal hat er mich gesehen und hat mich angegriffen, glaube ich. Das war bloß die andere Seite, der Blähblubber, der mich halt nicht gesehen hat. Mal, da ist auch noch eine. So, durch die Scheibe können sie zum Glück nicht gucken. Da kann ich jetzt normal rein, oder? Oder muss ich den Typen nochmal raus befreien? Oder ist das jetzt für immer offen? Dann muss ich mal gucken. Nee, ist jetzt immer offen. Gut, alles klar. Hier war nichts drin, soweit ich weiß.
Und hier unten ist halt die Dusche mit dem Blähblower. Eigentlich müsste man sich mit der Zeit alles merken können. Blähblower. So. Warte mal, da kann ich doch... Der hat 55, der hat 30. Der erste Schlag ist immer entscheidend. Und los. Siehst du, fast weg. Nice. So mag ich das. Genau so und nicht anders. Ja, der hat leider nichts dabei. Ich kann halt maximal duschen. Warum habe ich Wasser dabei? Ach so, habe ich ja gerade erst... Ach, habe ich gerade erst noch rausgefunden. So, dann... Den lasse ich mal. Oder? Ne, wenn ich jetzt hier reingehe, also durch die Tür gehe, dann müsste ich eigentlich zumindest zwei davon wegkriegen, ne? Ich habe immer noch keinen Finger. Ich war letztens mal da von dem überfallenen Konvoi, aber ich habe keinen Finger rausgekriegt. Also ich habe keinen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwo noch einen Finger bekommen könnte. Das hat er gar nicht mitgekriegt. Oh gut. Gleich wieder runter in die Hogge. So. Und das bisschen Schaden, was ich gekriegt habe, das war ein Schlag von dem Herrn Blähblubber. So, jetzt nehmen wir mal alles mit. Naja, weiß ich. Ich dachte, die haben auch noch irgendwas für mich. Den habe ich gelootet, obwohl der hat gar nichts gehabt. Und hier müsste auch noch was drin sein. Da war ja die Mitte, oder? Ja. Okay, noch ein grünen Karpon. Ein Karpon. Gut, hier haben wir noch eine... War das beim letzten Mal auch, oder nicht? Ich glaube, das ist alles so ein bisschen random, ne? Eisen und ein Schraubenschlüssel. Gut. Das bringen wir nicht weg. Das lagere ich mir alles hier unten, so. Habe ich nämlich oben die Waffen. Oh, ich habe Hunger. Hey, ich habe mich doch... Ach nee, ich war lange unterwegs. Hey, ich habe mich doch voll satt gefressen, bevor ich überhaupt losgewinne, oder? Das habt ihr doch auch gesehen in der letzten Folge. Ich habe mich satt gefressen, dass alles auf 100 ist. Warum habe ich jetzt auf einmal Hunger? So, war jetzt alles dran drin. Genau. Obwohl, hier habe ich auch noch so viel drin, hier in der Mitte. Dann kann das nämlich gleich hier raufgesteckt werden, falls ich das irgendwann nochmal brauche. Oh, einmal, zweimal, dreimal. Ich weiß nicht, ob das dreimal reicht. Hier trinke ich auch nochmal was. Dann kommt die Flasche hier mit raus. So. Mal gucken. 83, 85. Reicht das aus schon? Ja, oder? Eigentlich schon. Ansonsten trinke ich hier nochmal was. Und hier kann ich nochmal was essen. So, zack. Gut, die Flaschen nehme ich mit. Dann gehe ich nochmal duschen, weil jetzt habe ich ja was gegessen und was getrunken. Und da habe ich immer Angst, dass er immer gleich pissen muss und dann stinke ich. Und dann brauche ich mich nirgendwo anschleichen. So, hier ist alles geklärt. Da brauche ich ja nur noch durchlaufen. Zack. Okay, einmal duschen bitte. Und ja, was wurde mir gesagt? 2 und 3 macht Sinn. Alles andere nicht. Noch doch. 4. Habe ich die hier mit, ne? Ja, nehme ich nochmal mit. Ergibt Sinn. Aber 4 halt nur die ersten beiden Räume. Ich weiß zwar nicht warum. Ich war noch nie in Etage 4. War ich da noch nie? Weiß ich gar nicht. Aber trotzdem. Ich glaube mal alles. Komme ich jetzt hier eigentlich durch? Oder muss ich das wieder aufmachen von außen? Okay, der Terminal ist halt... Ich muss wieder außen rum. Ich dachte, wenn man einmal aufmacht, ist das offen. Aber hier ist ja alles zu wieder, ne? Und alles, resettet. So. Ob das funktioniert, deswegen habe ich den nämlich mal mitgenommen. Ob das funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Das will ich natürlich ausprobieren. So, dann wollen wir mal. Aber mit dem Ding bin ich so oder so ein bisschen langsam immer, ne? Mach mal auf hier! Mit dem... Ach, damit kann ich nicht mal schleichen. Ja, warum auch? Wenn du so ein Friesenvieh in der Hand hast, dann kannst du natürlich nicht schleichen, ist aber klar. So, Tür aufmachen und sofort los. Ballern. Da müssten wir eigentlich alle wegkriegen. Hoffe ich. Wenn der noch ausreicht, die Haltbarkeit von dem. Deswegen habe ich mir jetzt die Machete noch in die zweite reingepackt.
Na siehst du, genau so wollte ich das. Dann kann ich den wieder auspacken. Eigentlich kann ich ja auch... Das gleiche kann ich auch mit dem anderen machen da oben, ne? Aber ich weiß nicht, ob denn der von unten kommt. Reicht die Haltbarkeit noch? Ich probiere das aus. Wenn ich denn jetzt so sterbe, dann ist das so. Ach nee, guck mal, da hinten ist noch einer. Das war ein großer, glaube ich. Den nehme ich mit denen hier weg. Na, du sollst dich ducken, Alter. Junge. So, sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob die da unten auch hochkommen, wenn ich jetzt hier oben rumballer. Aber eigentlich dürfte nicht, oder? Ich probiere das aus. Ach, mit denen kann ich gar nicht schleichen, ne? Ich muss auf jeden Fall erstmal die Tür aufmachen. Ja, aber so geht es ja. So, dann so. Schleichen. Schleichend die Tür öffnen. Jetzt steht er sowieso schon. Dann los. Nein, 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 weg, weg, weg. Scheiße, ich komme gar nicht so schnell weg. Schießer! Oh, Gott sei Dank. Der braucht immer eine Weile, bis er überhaupt schießt, ne? Gut, sehr schön. Dann kann ich jetzt gucken, was die haben. Oh, ein roter wäre besser. Wie lange brauche ich? Was meint ihr? Wie lange brauche ich, um überhaupt die roten komplett voll zu kriegen, damit ich eine Kiste wenigstens rauskriege? Was soll das denn? Ist doch ein Witz, oder was? Ein Witz. Könnte ich hier nochmal. Oh, besser. Hände waschen nicht vergessen. Gut. Der hat auch nichts bei. Auch nichts bei. Hier sind noch welche, die haben was bei. Ey, diesmal. Ey, beim letzten Mal hatte gar keiner irgendwas, ne? So, ich denke mal, den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Guck mal, der ist sowieso fast hin. Ich tausche mal den. Dann kann ich da halt immer hin und her tauschen. Erst hier oben oder erst hier runter? Das ist egal, oder? Ist nur ein Giftspeier. Aber nur einer? Waren hier nicht zwei? Hier war einer drin, ne? Das will ich unbedingt nochmal machen. Warte mal, ich habe gerade überlegt, soll ich den nochmal rausholen? Noch ist er... Reparieren kann ich den sowieso nicht, also muss ich den sowieso verschießen, bis der hin ist. So machen oder anders? Warte mal, warte mal. Ja, komm. Riskiere ich einfach. So, so weit ran bis... Oh, das ist nur die Haltbarkeit, ne? Deswegen habe ich jetzt den hier nicht in zweiter Hand genommen, weil der halt einen enormen Schaden macht. Gut, gut, soweit so gut. Hier ist ja bloß einer, der ist da gefangen. Wenn ich den freilasse, dann rennt er sofort auf mich zu. Würde ich sagen, nehmen wir den hier erstmal. Ich weiß es nicht, ob es besser ist. Also der wäre so oder so auf mich zugerannt, ne? Anschleichen kann man sich an den ja gar nicht. Danke für den Kabon. Wie viel hatte ich denn jetzt oben? Oh gut. Einen davon kann ich zumindest wegmachen. Oh, der ist halb tot schon. Halb tot. Halb kaputt. Das belastet mich ein bisschen. Ja, hat leider nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich, so wie mir meine Kommentare geschrieben wurde, den ersten wegnehmen, dann gleich auf Schleichen wieder drücken, damit der zweite das nicht mitkriegt. Aber leider hat das nicht ganz so funktioniert, wie sollte. So, war jetzt der nächste... Oh, die Hose ist schon besser. War der nächste jetzt, wo die alle mit dem Rücken zu mir stehen oder nicht? Hier ist gar keiner. Ja, nehme ich auch. Mit Kusshand sogar. Ach, muss ich sogar? Komm, gönn ich mir mal. Wann benutze ich mal sowas? So gut wie gar nicht. Okay. Ah, oh, der hat mich gesehen. Scheiße.
Wer hat mich gesehen? Als wenn die Tür so laut aufgeht, ne? So, nehmen, nehmen, danke. So, dann habe ich das auch fertig hier, ne? Jetzt habe ich nur den großen Raum hier. Der macht sich am besten, glaube ich, so. Hier waren nur Blähblower drin, oder? Bin mir echt nicht sicher. Nehme ich mal die hier. Na, hört sich nach Blähblower an. Oha, nee. Verdammt. Es war nichts. Waren da nicht... Oder ändert sich das tatsächlich alles? Kann sein, dass sich das immer ändert. Danke für den roten sogar. Okay, hier sind zwei Blähblober drin. Siehst du, das meine ich nämlich. Was hatte ich denn jetzt hier? Das wären ja am besten. Aber mit Blähblobern kommt man ja klar, ne? Aber mit zwei? Kann man sich da anschleichen? Nee, ne? An gar keinen. Sobald ich hier die Tür aufmache, kommen die ja sowieso an. Ich wollte sowieso mal ausprobieren hier mit Granaten oder so, ne? Aber irgendwie... Ja, man versucht halt so seine Taktik zu finden. Vielleicht ist das die falsche. Die beste Taktik ist, denke ich mal, immer noch der Wall-Trick. Aber gut... Man kann sich da nicht ranschleichen, oder? Ich versuch's mal trotzdem. Zack. Schade, war nix. Boah. 2x9 Schaden bekommen. Mach den weg, Junge. Mach den weg. Nein, ich sterbe. Ah, verdammt. Ich sterbe wirklich. Und ich hatte nichts ausgerüstet. Naja, kann auch passieren. Im Eifer des Gefechts. Ich hab schon klatschen gehört, dieses... vor den Bildschirmen. Ja, den gönne ich mir jetzt auch. Ich quatsch mal kurz mit dem Heiler und dann sehen wir uns gleich wieder und dann rennen wir da nochmal hin. So, da bin ich auf jeden Fall wieder. Oh, jetzt renne ich gegen die Wand. Ja, ich frage mich bloß, ob ich da jetzt rankomme oder ob die direkt davor stehen. Wisst ihr, das ist die Frage. Gehen wir hier gucken. Eigentlich müsste ich da rankommen. Wenn ich schleiche, dann könnte ich meine Leiche... Wenn ich schleiche, dann könnte ich doch meine Leiche wieder plündern, ne? Aber der steht ja danach immer wieder auf. Dit wird ausgerüstet. Der auch, der auch, der auch, der auch. Dann nehme ich mir... Ach, ich weiß nicht. Das ist auch schon fast kaputt hier. Hä, habe ich nicht noch eine andere gekriegt? Ich weiß gar nicht. Die hatte ich in einer anderen Kiste drin, ne? Oh, verdammt. Die knall ich jetzt einfach ab. Deswegen wird der ausgerüstet. Und den Rest nehme ich so mit. Gut, gut. Hock den mal wieder hin kurz. Wir müssen noch was besprechen. Und zwar... wenn die kaputt ist, dann schlage ich zu. So machen wir das. Das war jetzt weniger geil, oder? Ja, ungefähr so habe ich mir gedacht. Ich wollte die Schusswaffen eigentlich noch gar nicht kaputt machen, ja? Eigentlich nicht. Ich wollte mir den noch aufheben bis zum bitteren Ende, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert. Und ich habe leider nur so wenig. Mal gucken. Das ist halt das Problem. Ich bin halt noch, weiß ich nicht, kann man noch sagen, ich bin fast am Anfang? Ja. Ich glaube schon. 3, 7, 11 habe ich oben. Okay. Vielleicht wird das noch eine Kiste heute. So, hier habe ich alles leer, ne? Ja. Das haben wir da oben noch. Ich weiß aber noch nicht, ob da... Hatten die noch eine Kiste? Nee, hier ist bloß Tische. Ich weiß nur nicht, ob die da oben jetzt... was da drinne war. Das war ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich muss mir auf jeden Fall healen wieder. Na, ich höre es schon. Gönne ich mir so einen einfach. Oder doch essen. Guck mal, essen muss ich sowieso. Auch, ja. Essen und... Trinkt man noch was? Dann muss ich bestimmt wieder pissen.
glaube, da muss ich Kuckuck mit denen hier. Dann nehme ich den hier wieder als, ja, als zweite Wahl. Der ist sowieso gleich kaputt, leider. Mach ich den Giftscheuser mit dem? Ey, was soll das denn? Giftscheuser sind stärker, oder? Als die Bleblubber? Der hat nichts. Kann nur sein, dass ich diesmal wieder falsch vorgehe. Beim nächsten Mal wird es besser. Hoffe ich. Ein Gummiteil. Cool. Weiß nicht, ob jetzt so cool ist. So, dann gehen wir weiter. Da war ja noch eine Tür, auf die mich mal hingewiesen wurde. Ich habe hier noch gar nicht reingeguckt, ne? In das Regal. Ich habe den Typen hier rausgekillt, aber noch nicht reingeguckt hier in das Regal. So, da ist Wasser drin. Sehr gut. Schließen. Ich muss mal hier kurz angeln. Ne? Brauche ich jetzt erstmal nicht, ne? Kriege ich in die Inbox, oder? Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier eine Angel habe. Wäre ja noch schlimmer. Okay. Einmal nutzen, nochmal nutzen. Auf jeden Fall das Leben immer wieder oben lassen. Oben halten, so gut es geht. Was kam denn da unten? Ich muss mich daran erinnern. Wenn ich jetzt hier die Tür aufmache, kommt erstmal nichts. Dann kam Gas, genau, wo ich den abstellen konnte. Ich schleiche mal trotzdem, auch wenn es hier noch langsamer wird. Achso, und kommt man hier eigentlich ran an den Großen? Oder eigentlich gar nicht? Und nie? Der ist wirklich der Große. Ich wusste ich eigentlich gar nicht mehr. Aber gut. Oh, stimmt. Den soll ich... Den sollte ich ignorieren, aber ich komme ja sonst nicht da ran, ne? Ah, verdammt. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich wollte mir einen Bogen mitnehmen, weil wurde mir ja geschrieben in den Kommentaren, dass man die auch mit einem Bogen wegnehmen kann. Einfach jetzt hier stehen, Bogen immer ruf da, bis der weg ist. Und das ist gut. Jetzt müsste ich die hier eigentlich normalerweise anlocken. Oder irgendwie so wegballern. Wenn ich den jetzt erschieße, ich habe ja hier die AK noch. Ah, den muss ich irgendwie wegnehmen, oder nicht? Da kann man doch nicht dran vorbeirennen. Außerdem ist da eine Kiste. Ja, gute Frage jetzt. Wie machen wir das? Giftscheusale sind da. Okay. Nimm die normale Waffe. Oder? Die AK hebe ich mir auf für was Wichtigeres. Gibt es was Wichtigeres? Na los. Okay, den habe ich. Muss mir bloß. Also den habe ich ausgerüstet hier. Verbandzeug. Muss bloß mich dran erinnern, dass ich das da habe. Stirb doch mal endlich, sag mal. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Der hat mich noch nicht im Visier. Ich kann, komm da aber auch gar nicht an den vorbei, oder was? Da ist doch noch eine Kiste, oder was? Ist da nichts Besonderes drin? Tatsächlich nicht? Ich weiß es gar nicht. Also weiß ich nicht mehr. Kann man sich an den vorbeischleichen? Nee, ne? Und mit der komme ich da, glaube ich, gar nicht weiter, ne? Komm, machen wir einfach. Aber dann ist der nachher kaputt. Nein, ist der kaputt. Hat sich bestimmt nicht gelohnt, oder? Überhaupt nicht. Na doch, doch, na klar, hier, da. Wie selten ist das hier für mich? Können wir nochmal Konserven. Und ein Levelaufstieg, nice. Was haben wir hier überhaupt? Gesundheit steigt. Oder Räuber plündern zeigen ihnen mit einer 2%igen höheren Wahrscheinlichkeit eine Basis mit Mängel Beute. Ich denke mal, so weit bin ich ja auch noch nicht, ne? Ich nehme die Gesundheit. Danke. Gesundheit. Ach, und der hat ja die Teile, genau.
wo ich gedacht habe, damit kann ich doch eh nichts anfangen. So, oh, ich wollte gerade loslaufen. Den kann ich nicht. Nee. Was haben wir denn noch so Schönes? Oh, an den einen würde ich rankommen, aber an den anderen nicht, weil der guckt mich ja direkt an. Und wenn ich jetzt da mich anschleiche. Also ich meine hier, der hier. Der ist auch nicht mal so gut, oder? Ich versuch's mal. Oh gut! Der hat mich gar nicht mitgekriegt, aber ich glaube, da komme ich jetzt nicht ran. Doch! Oh, wie geil! Das, damit habe ich echt nicht mehr gerechnet, echt, ehrlich gesagt. Gut, das habe ich, das habe ich. Hier oben war jetzt... Weiß ich nicht mehr. Oh, Waffe beschädigt. Muss ich jetzt boxen. Oder schnell was ausrüsten. So. Okay, soweit so gut. Ah, hier war das, genau. Das war halt... damit ich nicht durch den Gift durch muss. Durch den Gift. Das Gift. Hier ist noch ein Eisen. Danke. Kann ich stacken zum Glück. Die hatten nichts bei weiter. Hier müsste, denke ich mal, ein großer Dicker wieder drin sein, ne? Kriege ich den weg mit dem? Oder ich nehme die. Was anderes habe ich jetzt gar nicht mehr am Start, ne? Was zum... Oder die hier noch. Nimm mal den hier. Ich glaube, da sind auch nur Giftscheusale drin, ne? Oder zwei Stück, glaube ich, ne? Ja. Ah, die machen mich da wieder fertig. Nein, nimm mal den anderen. Jawohl. Sehr gut. Okay, jetzt hab bitte was Anständiges dabei. Ja, ja. Ich habe so das Gefühl, das ist die falsche Vorgehensweise gerade, die ich hier gerade benutze. Okay, den kann ich mir gleich raufstecken. Nichts zu essen mehr. Gar nichts. Aber den hier habe ich. Jetzt habe ich 8 davon. Jeweils nichts weiter hinter. Hier war auch nichts zum Looten. Und hier war bloß Gas. Giftgas. Okay, dann kann ich das so lassen. Ich komme dann von der anderen Seite wenden. Hier habe ich offen, hier habe ich reingeguckt, hier habe ich noch gar nicht reingeguckt. Hier war der lange Gang. Und nee, doch, na klar. Aber da war auch ein großer Böser. Brauche unbedingt mehr Essen. Kann doch nicht ganz Verbandzeug hier verbrauchen. Oh Mann. Wenn er mich jetzt nämlich doch erwischt, ne, dann wäre ich nämlich tot. Nein! Ah, fuck. Boah, habe ich ein Schwein, dass ich mich nur geheilt habe vorher. So habe ich ja den anderen auch weggekriegt. Gott sei Dank. Und der hat einen roten dabei. Da bin ich mal gespannt, wie lange dauert. Hier sind jetzt ganz viele auf einmal, ne? Oh Gott. Kann das... Ja. Bitte nicht. Nehme ich hier wieder. Und womit mache ich denn das? Auch mit dem nicht, wa? Ich will aber auch nicht alles... Ah, oh, verdammt. Auch nicht alles verbrauchen. Die Zeit ist rum. Komm, wir gehen hier weiter in der nächsten Folge. Dann, ja, nehme ich gleich im Anschluss gleich nochmal die nächste Folge auf. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Geht sofort weiter. Für euch einen ganzen Tag, für mich ein paar Minuten. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.